Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr, dass ihr Lust auf weitere 20 Minuten mit mir habt. Klang ein bisschen pervers, oder? So, hier ist schon wieder ein Schleimling am Werkeln. Da drüben steht ein Trogger mit Bogen. Ich glaube, er hat uns gesehen. Da geht doch weg. Also er kommt auf jeden Fall angelaufen. So, wo ist denn Insel des Todes? Hier vorne ist sie. Wir hätten eigentlich einen größeren Bogen machen können. Schon wieder zwei Schleimlinge hinter uns. Der Trogger läuft auch. Mann. Und guck mal da drüben. Da sehe ich doch schon wieder Skelette ohne Ende. Wir müssen unbedingt Essen reinhauen. Ganz schnell, dass das Leben... das Leben muss hoch. Und hier kommt der nächste Schlundi. Wir müssen mal gucken. Das reicht mir mit dem Leben eigentlich noch nicht. Mach mal hier Stopp. Stopp. Ey, die machen meine Truhe kaputt. Ich fass es nicht. Nee, dann müssen wir hin. Egal, wie viel Leben wir haben. Das sind aber auch ein paar Mistviecher. Also wird und... Boah, geil. Ach, shit, ist das scheiße gelaufen gerade. Aua, nicht gut. Man hört das Gift auf. Das Gift hört nicht auf. Wir haben aber doch Giftwiderstand. Ey, nein. Wehe, wir sterben jetzt. Nein. Das gibt's doch nicht. Ey, das kann nicht sein, oder? Jetzt ist auch noch das Portal weg. Leute. Wegen einem so einem Kackvieh, ne? Nur weil ich nicht... Ach, hätte ich einfach ein paar Sekunden eher dieses scheiß Lebensmittel reingehauen. Ach, Mann, wir waren doch eigentlich schon am Ende. Wir waren doch schon fertig. Wir hätten doch bloß noch Portal und hierher und jetzt sind wir wieder gestorben. Ey, das gibt's nicht. Ich gehe nie wieder da hoch, das könnt ihr wissen. Wir holen uns jetzt unser Zeug wieder. Weil wir haben auch gar keine richtige Rüstung mehr, ne? Wir haben ja auch kein Boot mehr. Ach, wir haben gar nichts mehr. Ach, wie viel Pech kann man denn haben? Ach, Leute. Wir haben das noch. Wo haben wir denn Waffen? Hier drüben. Gar nichts weiter. Wir haben hier noch sowas Schönes. Ach, geil. Ach, Mann, ey, wirklich. Weil wir waren doch gut ausgerüstet. Wir hatten doch alles wieder. Dieses scheiß Gift, ne? Ich habe den Giftwiderstand noch reingehauen, aber... Musste mal überlegen, ne? Wir können uns, keine Ahnung... Wir können uns von so einem Troll verprügeln lassen. Das ist absolut gar kein Problem. Aber wehe, da kommt ein so ein Schleimling und vergiftet uns. Dann ist Schicht im Schacht. Weil der halt aber auch vom Wasser aus auf unser Boot gesprungen ist. Ja, gut. Aufregen bringt nichts. Ärgerlich ohne Ende. Jetzt haben wir schon wieder einen Tod. Unsere Fähigkeiten gehen immer weiter runter. Ich glaube, wir schaffen das niemals auf die 100. Haben aber auch bloß, wir haben keine Suppe, keine Marmelade mehr. Das müssen wir jetzt alles erst noch herstellen. So, Pilz und Karotte. Himbeer, Blaubeer. Pilz, Karotte, Himbeer, Blaubeer. Blaubeer. Himbeer. Pilz und Karotte. Ja, ärgerlich. Ich hoffe mal, wir kriegen das jetzt wieder irgendwie hin. Weil, ganz ehrlich, jetzt müssen wir halt wieder mit dieser richtig schlechten Rüstung auf die Todesinsel. Wir müssten uns eigentlich auch noch einen Giftwiderstand machen, falls wir keinen mehr in der Kiste haben. Wir hatten doch jetzt eigentlich zweimal Bronzerüstung. Haben wir die jetzt beide verloren? Wir hatten die einmal an und einmal lag sie noch dort. Naja, wir haben nichts wiederbekommen. Ach, hätte ich mich einfach mal fix mit dem Portal, was da stand, schnell nach Hause, zumindest schon mal Inventar leer machen und wieder zurück. Geil, jetzt liegt dort oben zweimal Bronzerüstung, einmal Eisenrüstung und einmal Wolfsrüstung. Es liegt einfach alles da, was wir uns erkämpft haben in 140 Folgen. Ach, schön. Naja. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was. Wie sieht es suppentechnisch aus? 5 Stück, da könnte eigentlich noch ein bisschen mehr gehen. Da machen wir jedes Mal nur eine, okay. Dann machen wir mal hier 10 voll. Wir brauchen eigentlich auch noch Würste, weil wir werden jetzt wieder etwas länger brauchen. Ach, Manu, das ärgert mich gerade echt dolle. Ich wollte nämlich eigentlich jetzt schnell mit euch zurück und wieder ins Gebirge noch eine Drachentrophäe sammeln. Generell ein bisschen Wolfspelz, dass wir das alles aufrüsten können, aber tja, das Spiel war gegen uns.
Lass uns noch schnell ein paar Würste herstellen. Was fehlt denn jetzt noch? Distel. Geil, wir können keine Würste mehr herstellen. Aua, komm, wir sterben am besten nochmal. So, das waren 4 Disteln, was der haben wollte, ne? Haben wir nicht. Schlecht. Dann müssen die Disteln erstmal hier rein. Dann packen wir den Rest auch wieder weg. Dann müssen wir mit 3 Würsten durchkommen. Moment, Moment, wo ist Fleisch? Hier ist Fleisch. Dann würde ich sagen, lasst uns mal noch für den Notfall eigentlich Fisch. Wo habe ich einen Fisch? Habe ich das hier? Fisch war doch relativ stark noch, dass wir das Notfall als Ersatz dafür nehmen können. Und ich würde sagen, wir nehmen doch mal noch ein bisschen mehr mit. Für den Fall der Fälle. Ausgeruht sind wir. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen einen Bauhammer. Wir haben keinen Bauhammer mehr. Gut, brauchen wir den unbedingt? Naja, doch, wir müssen ja ein Boot bauen. Aber wir fangen hier echt von komplett vorne wieder an, ne? Ich weiß gar nicht, wie... Ach, hier drüben, ich war Ewigkeit nicht mehr in dem Menü. Wir brauchen 3 Holz und 2 Stein. Gib mal hier ran und dann mach mir mal bitte einen Hammer. Sehr gut. So, Stein. Und Holz. So, das heißt, wir brauchen noch 10 Holz. Wir schlafen jetzt erstmal eine Runde. Obwohl, nee. Wenn, dann schlafen wir, bevor wir losstarten. Ach, das war so ein dummer Tod. Ich muss halt wirklich mehr auf... Ah, geil. Jetzt will ich mal ein bisschen Holz sammeln gehen. Da ist hier richtig was los. Müssten eigentlich generell mal was futtern. Ja, ich muss definitiv mehr auf... Unbedingt viel, viel mehr auf meine Stats unten gucken. Dass wir immer Lebensmittel sofort reinballern. Es war halt dumm. Wir hatten nur 45 Leben. Ah, dafür sind die Rüben fertig. Mal gucken. Bam. Rübeneintopf. Geil. Machen wir jetzt zwar nicht gleich, weil wir müssen die Rüben natürlich wieder direkt einpflanzen, dass da mehr draus werden. Aber ich würde gerne mal wissen. 50, 50. Das ist natürlich geil. Weil das ist ein gutes Mittelmaß. Nee, das ist ja sogar richtig geil. Guck mal, die haben alle 60, 60, 40, 60, 20, 30, 40. Uhr. Wenn wir das Rübendings jetzt noch einsetzen, statt der Bärenmarmelade, dann sind wir ja mal richtig geil unterwegs. Cool. Das Problem ist nur, wir werden keinen Flug haben. Richtig. Das heißt, wir müssen es erstmal wegpacken. Ich würde es eigentlich ganz gerne bei Samen mit reintun. Auch wenn es keine Samen sind. Wo habe ich denn Samen? Hier hinten. Bam. So, also wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Holz. Ne, wir müssen. Ach, Entschuldigung, ich bin heute verwirrt. Wir müssen doch kein Holz sammeln. Wir haben doch ohne Ende Holz. Wir nehmen uns hier so ein Ding mit. Und dann müssen wir nochmal gucken. Was war das? 6 Harz, 6 Leder oder sowas für ein Floß? Ach, bei wie viele Flöße haben wir jetzt schon gebaut? 6 Harz, 6 Leder. Ich fasse es nicht. Achso, wir müssen unbedingt gucken, ob wir Giftwiderstand haben. Einen haben wir noch. Okay, das sollte passen. So, also, wir brauchen 20 für das Floß, richtig? 10 für die Werkbank. Also 30, also können wir 20 Stück wegpacken. Das haut hin. Jetzt brauchen wir noch 6 Harz und 6 Leder. Gib mir 6 und gib mir... Auch nochmal 6. Das und nochmal 2. Bam. Dann haben wir das. Das heißt, ich kann rein theoretisch ein Floß bauen. Ich kann eine Werkbank bauen. Wir haben etwas Rüstung. Den Umhang haben wir nicht mehr. Ne, den hatten wir schon um. Ne? Was ist denn hier? Ach doch, wir haben doch noch Bronze. Was mache ich denn für einen Quatsch? Bronzener Beinschutz haben wir. Und Brustpanzer. Wir haben anscheinend keinen Helm mehr. Okay, aber dann ist ja gut. Sorry, das sah vor uns für mich aus wie diese Lumpen. Das Lumpenzeug. Unika. Haben wir doch auch noch. So, perfekt. Dann sind wir zumindest... Ach nee, doch nicht. Ich dachte, das ist der Umhang. Dann haben wir aber zumindest 22 Leben. So, wir gehen jetzt schlafen, damit es... Obwohl, nee, wir rennen die Nacht durch, damit am Sumpf dann Tag ist. Ich glaube, das ist schlauer. Jetzt können wir uns eigentlich bloß wieder zum Händler teleportieren. Dann vom Händler aus wieder hoch und wieder. Wie oft wir diesen Weg jetzt schon lang sind. Das tut mir wirklich leid.
Das war diesmal voll und ganz mein Fehler und natürlich auch schön vorher das Portal abgebaut, dass wir den ganzen Weg jetzt nochmal haben. Mist, wir müssen nochmal zurück. Wir haben keinen Bogen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Bogen, wenn wir mit dem Floß dahin paddeln und da auf einmal wieder Schlundis kommen. Müssen wir uns verteidigen. Ich würde aber sagen, dass wir diesmal einen größeren Bogen fahren. Also wir werden uns hier zum Händler teleportieren, laufen hier hoch. Dann machen wir mit dem Boot die Reise hier rüber. Bauen das Boot wieder ab oder gehen hier mit dem Schiff lang mal gucken. Und dann würde ich aber sagen, dass wir wirklich von hier aus starten. Und versuchen hier gerade rüber zu machen. Ich hoffe einfach mal sehr, dass hier keine Seeschlange kommt. Aber wenn wir so nah an dem Sumpf sind, kommen die ganzen Schlundis. Da habe ich halt gar keinen Bock drauf. So, also, zeig mal. Rüstung war es nicht drin, wenn dann bei Waffen. Wir haben noch einen Edelholzbogen, das ist schon mal geil. Das heißt, wir brauchen jetzt aber auch noch Pfeile. Also das, ein paar Federn und ein bisschen Feuerstein. Schaut mal, so schnell gehen auch die ganzen Vorräte leer, ne? Feuerstein neigt sich langsam auch dem Ende. So, Feuersteinpfeil. Aber gut, wir haben zumindest schon mal ein Stück Bronzerüstung wieder am Start. Und ein Bronzeschild, das ist prinzipiell schon mal ganz okay. So, 100 Pfeile. Ja, ich möchte gar nicht in meine Fähigkeiten reinschauen. Ich möchte wirklich nicht nachgucken, wie das da aktuell aussieht. So, wir haben mal zu viel Holz verbraucht. Müssen wir doch noch so ein Ding hier hinten abbauen. Ja, und dann ist schon wieder über die Hälfte der Folge rum und wir haben gar nichts geschafft. Wir sind eigentlich ein paar Schritte rückwärts gegangen, wenn man es so nimmt. Ach, das war mir eine Lehre. Also ich gehe da oben tatsächlich nie wieder hin. Wenn wir irgendwann mal eine Seeschlange erlegen, dann wirklich einfach rein aus Zufall, weil sie uns gefunden hat, währenddessen wir auf dem Boot unterwegs waren. So, jetzt wirf mal die 10 weg. Ich lasse das jetzt hier liegen, weil ich möchte nicht noch mehr Zeit verstreichen. Und dann wirf nochmal 30 weg. Nee, das war dumm. Gib die 10 wieder her. So, jetzt haben wir 30, 20 Floß, 10 Werkbank. Und auf geht's. Wir haben glücklicherweise Knochenwanst. Das ist gerade für solche Situationen aktuell eigentlich somit das Beste, was passieren kann. Weil dann können wir in der Sekunde oder in den Sekunden, wo wir unser Loot wiederholen, einfach ganz schnell durchrennen mit Knochenwanst und sollten eigentlich kaum Schaden bekommen. So, wir sprinten jetzt durch. Ich weiß nicht, wir hauen uns schon mal eine Wurst rein. Was soll's? Sind wir ungefähr auf dem richtigen Pfad? Ja, ich würde ein Stück weiter links noch. Ich würde schon ganz gern hier zumindest den Weg nehmen, den wir schon mal mit dem Boot passiert sind. Ja, nicht, dass noch eine Seeschlange kommt. Das wär's jetzt. Wir fahren dahin mit dem Boot oder mit dem Floß. Seeschlange kommt. Wir sind wieder tot. Ja, irgendwie da oben, das ist echt nicht meine Ecke. Ich gehe da nicht mehr hin. Das könnt ihr voll vergessen. Das war mir eine Lehre. Es ist tatsächlich einfach die Insel des Todes. Es ist die krasseste Insel im ganzen Spiel. So viele Gegner, wie da angerannt kommen. Vor allem halt auch so unter Wasser, ne? Dann kommt so ein Skelett unter Wasser, den siehst du nicht und fängt an, dich mit Pfeilen zu beschießen. Das ist halt auch, ich weiß nicht, ob das von den Entwicklern so gedacht ist, dass die ganzen Gegner wirklich am Grund laufen im Wasser, also am Boden laufen. Oder ob das einfach nur ein bisschen buggt, aber ich fände es irgendwie cool, wenn die Gegner auch schwimmen würden, sodass man die sieht. Hui! Und vor allem, wenn die während des Schwimmens nicht einfach mal dann Bogen schießen können. Weil das ist so technisch schwer machbar. So, sehr schön. Plan geht fast auf. Hätte etwas später nach Tag werden können. Wäre ich nicht traurig gewesen, aber okay.
Dann starten wir von hier. Machen hier gerade rüber. Was sagt denn der Wind? Der ist einigermaßen mit uns. Dann also erstmal zack, Werkbank. Dann, wieso habe ich denn jetzt kein Leder und kein Harz? Och, habe ich das jetzt irgendwie dummerweise wieder weggepackt? Ich bin heute zu nichts zu gebrauchen, ey. Okay, das heißt, wir brauchen, na super, 3 Leder. Wie soll ich denn jetzt so schnell 3 Leder herkriegen? Will jetzt aber auch nicht nochmal komplett zurücklaufen. Vielleicht finden wir noch ein paar Wildschweine auf die Schnelle. Ja, ich glaube, ich erinnere mich gerade dran. Ich habe die dummerweise dann wieder weggepackt. Ach, Mann. Himbeeren gibt's auch noch. Komm, gib mir mal noch ein paar Wildschweine. Was meinten ihr? Sind wir schneller, wenn wir uns zurück teleportieren? Wahrscheinlich schon, oder? Wir laufen jetzt einfach mal den Weg bis zum Portal. Es tut mir wirklich leid, das war keine Absicht, aber... Hier haben wir zumindest schon mal Harz. Aber gut, Harz kriegen wir eigentlich schnell zusammen. Wir laufen jetzt einfach mal den Weg zum Portal. Vielleicht kommen ja ein paar Wildschweine auf dem Weg entgegen. Ich laufe mal ein bisschen anderen Weg, als wir gerade eben gelaufen sind. Zumindest glaube ich, dass das ein anderer Weg ist. Ja, und dann mal schauen. Da müssen wir halt nochmal zurück. Muss ich doch nochmal in die Kiste. Okay, ich laufe irgendwie gar nicht so geil. Ja, doof gelaufen, aber was soll's. Die Folge ist eh von vorne bis hinten einfach nur für den Popo. Außer die Rüben. Und dass wir jetzt Rüben-Eintopf machen können, der 50 Ausdauer und 50 Gesundheit bringt. Mega geil. Also müssen wir die Rüben auf jeden Fall ordentlich hochzüchten, weil dann haben wir es dann auch geschafft, dass wir 3 Sachen haben, die wir unendlich produzieren können. Wir haben Honig ohne Ende, wir haben Möhren ohne Ende und dann haben wir bald noch Rüben ohne Ende. Ich hatte jetzt gar nicht nochmal genau geguckt, was für den Rübeneintopf noch gebraucht wird. Waren das nur Rüben? Wäre halt cool, wenn es irgendwas ist, was wir auch noch unendlich herstellen können. Ja, aktuell haben wir halt nichts, ne? Die Bärenmarmelade braucht... So, dann können wir jetzt eigentlich auch mal noch schnell ein paar Himbeeren sammeln. Es tut mir eigentlich in der Seele weh, hier dran vorbeizurennen. Ach, natürlich ein Troll. Ist doch kein Problem. Hat der uns schon gesehen? Blaubeeren. Ich glaube, der hat uns gesehen. Vielleicht auch nicht. Wäre cool, wenn nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen den Troll zu kämpfen. Ich will ihn aber auch nicht anlocken, dass er uns dann das Portal zerstört. Ja, wir haben halt aktuell noch kein Rezept oder kein Lebensmittel, was wir kochen können. Was wir unendlich herstellen können, sagen wir es mal so, weil für die Bärenmarmelade brauchen wir ja die Bären, die wir sammeln müssen. Für die Suppe brauchen wir auch Pilze, die wir nicht herstellen können. Und jetzt hatte ich gar nicht geguckt, was bei der Rübe noch mit rein muss. Da schauen wir gleich nochmal nach. Naja, und dann starten wir halt nächste Folge. Mit der nächsten Rettungsaktion. Ach Mann. Wie doof. Ich hätte einfach ein bisschen stehen bleiben müssen auf dem Wasser und mir die Lebensmittel reinhauen. Dann wären wir dort mit 120 Leben hingestattet und alles wäre gut gewesen, aber naja, Fehler passieren. So ist das nun mal. So, jetzt lasst mal gucken. Ah, verdammt, rohes Fleisch. Schade. Das wäre zu geil gewesen, wenn das jetzt noch Möhre oder so gewesen wäre. Sag mal, Rose, vielleicht können wir uns zwar effektiv mit unseren Wildschweinis herstellen, aber die müssen wir auch wieder mit... Na gut, die können wir mit Möhren füttern. Möhren können wir unendlich herstellen, aber es ist halt auch wieder viel Arbeit, ne? Mal schauen. Ja, zumindest können wir uns die Rüben auch so mit reinknallen. Wenn ich halt so easy peasy unterwegs bin, einfach nur zum Sammeln oder um was zu bauen, dann wäre es halt cool. Und das haben wir jetzt mit den Rüben, dass wir 3 Gegenstände, 3 Lebensmittel haben, die wir... unendlich herstellen können. Weil gerade wenn man dann mal so, wie jetzt hier zum Beispiel der Graben, was keine Ahnung, 10 Stunden Arbeit waren so gefühlt. Da willst du ja auch nicht die ganze Zeit mit minimalem Ausdauerbalken rumlaufen.
Also futterst du schon was und wenn du dann aber die ganze Zeit was futterst, was du sammeln musst, dann ist der Verbrauch einfach viel zu groß. Das kann man halt so nicht machen. Deswegen habe ich mich da immer von Möhren und Honig ernährt. Und jetzt haben wir halt noch was Drittes, was wir anbauen können. Perfekt. So, wir machen mal noch schnell die Truhen etwas voller mit unserem Inventarzeug. Und dann... Guck mal, ich habe schon wieder Harz weggepackt und Leder auch, ne? Ich bin schon wieder richtig schlau unterwegs gerade. So, wir packen jetzt erstmal alles so weit raus, dass wir dann perfekt starten können nächste Folge. Die Himbeeren hier oben noch mit rein. Also, 6 Harz bitte. Und 6 Leder. Bam, haben wir jetzt alles. Kann ich jetzt ein Floß bauen? Ich kann ein Floß bauen, perfekt. Werkbank steht schon, das heißt, wir hätten eigentlich nur 20 Holz mitnehmen müssen. Aber ist egal, dann haben wir nochmal ein bisschen was übrig, falls wir doch irgendwo eine Werkbank hinbauen müssen. So, lasst uns mal noch schnell zum Händler Portal teleportieren und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss mit der Folge. Doof gelaufen, wir müssen es irgendwie wieder retten, aber das kriegen wir schon hin. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut.